Hi. Auf einmal grüßt keiner mehr. Gut. Servus. DLCs. Auf geht's. Auf geht's. Download more content. Küstenlinie oder so, nö? Ach, ist doch nicht auf Englisch, okay. So. Er ist jetzt ein mysteriöser Zeiger. Phoenix brauche ich schon mal nicht. Ich bin selbst in dem letzten Level da nicht gestorben. Ich bin immer komplett durch, bevor ihr alle reinjoint. Sure thing. Ich bleib bei Hagen. So, und ich nehme den instabilen Kern wieder mit rein. Ich nehme wieder mein Standard-Set. Leichenexplosion und alles. Oh. Ich weiß nicht, ob wir heute irgendwas Neues, was wir noch bekommen haben. Einen Minenturm? Langsam der Geschosse. Genau. Und das. Mit den ACP ersetzt dann durch den neuen Turm, genau. Sagen wir so. Im Artwork sieht Zeigen eigentlich richtig nett aus. Eben, sieht eigentlich richtig nett aus. Und im Spiel sieht die unglaublich scheiße aus. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Doch, habe ich. Gut. Ich nehme den Trägheitsfeldspender einfach mal zum Ausprobieren. Okay. So, als wir brauchen wir ihn nicht, wollen wir auch nicht. Den was? Trägheits? Den Trägheitsfeldspender. Ach ja, genau. Dann nehme ich mal. Na wohl. Ich hab mal die verlangsamenden Schüsse eingebaut, damit ich wenigstens irgendwas tue, weil ich ansonsten am wenigsten Schaden mache. Schon so fancy aus, das Ding. Aber das ist echt mies, dass die Charaktere nicht einfach ausgeglichen gemacht haben, ne? Ja, oder? Wieso, Sky ist so der Guilty Type. Ja, aber sie macht am wenigsten Schaden und kriegt dadurch am wenigsten Punkte. Weil Geschwindigkeit zählt in dem Spiel, aber keine Punkte. I'm up. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Explosionsfässer. Wir haben Funkpflanzen. Was? Da oben, die Pflanzen haben gerade ein Wi-Fi-Signal abgegeben. Ich muss schon laut bubbeln. Hey, cool. Ist ja wie bei Starbucks hier. Da hier, ne? Da kommen sie. Ich meine, das sind DLC-Maps, ich muss ein Secret suchen. Das sind zwei neue Gegnerarten, aussieht. Die natürlich direkt hier zum Kern kommen. Klar doch, ich bin als letzter reingejoint von euch rein, oder? Wieso hab ich an die 20 Plattformen? Gute Frage. Egal. Guck mal, da oben ist der Kerl. Oh, hi! Na, wie geht's dir? Hast Spaß beim Stadt zerstören? Wo? Hier. Da hinten. Oh, der läuft ja weg. Ja. Schisser. Hat mir locker fertig gemacht. Hallo. Hoch? Ich meine, wir haben mich schließlich aufgeweckt, also. Gesoffen? Ja, aber mich hat es zerstückelt in dem Wasser. Das war recht witzig. Ja, da liegen meine. Ach nein, das sind Piranhas, oder wie? Die gibt's in dem Spiel wahrscheinlich auch, ja. Cool. Irgendwelche Fische, ja. Gut, jetzt müssen wir nur wissen, was diese neuen Gegnerarten machen. Wir werden ja gleich erfahren. Ich würde sagen, das wussten wir bei den alten Gegnern auch anfangs nicht, also. Ja. Bauen wir erstmal irgendwas auf, oder? Wie? Oh. Wahrscheinlich, ja. Eigentlich, so schwer sieht das für mich gar nicht aus, die Map. Es ist halt offen. Mhm. Und zwei Eingänge. Ja, doch, Eingänge. Den einen kannst du einfach gleich abschließen. Schließen wir den unteren ab, haben wir oben Weg. Mhm. Du kannst den nicht komplett abschließen. Unten kannst du komplett abschließen. Den meinst du, ja. Ja, können wir machen. Mach du mal. Mach ich auch. Ich glaube, das Ding ist praktisch wie ein Minenspender, nur in Fancy. Ja. Naja, der macht Trägheitsfelder. Jo. Eben. Und die hier sind eine träge Idee.
Atom. Tisch. Tisch. Ach, hier kommen auch noch Leute raus später. Mhm. Das ich frage jetzt, wie wir die leiten wollen. Theoretisch würde ich die ja, also nur so als Gedankengang, würde ich hier schließen. Also jetzt hier, wo ich gerade bin, schließen. Ja. Und die dann einfach nur aus Rackigkeit alle da oben durch dieses Nadelöhr durchschieben. Müssen ja andersrum gemacht werden. Wir können hier auch zwei Lanes machen. Es ist einfach nur, dass der zweite Spawn sehr nah am Kern liegt. Ja. Der hier. Ich würde eigentlich eher Sachen machen hier oben zu. Und leiten hier an außen drumherum. Da, wo du gerade stehst? Ja. Da wollte ich zumachen. Das habe ich gerade gesagt. Achso, ich dachte, der grüne Pfeil. Ich dachte, du wolltest hier zumachen. Ich will hier zumachen, wo ich langlaufe. Ja, okay. Also, ich würde die. Ich würde ja fast den hier zumachen. Körperpfeil. Weil dann können wir die. Das hat dieselbe Wirkung. Das sind 5 Türme. Oder ein E4. Das Ding ist, hier kann man 2 Lanes machen an dieser Schräge. Das heißt, wir können die von hier gleich noch in den Bereich hier locken. Die von unten rechts hier rein. Dann können wir hier hoch. Und können den Bereich dann nochmal nutzen. Und dann haben wir die nochmal dahinter locken. Und dann laufen die durchs Nadelöhr. Genau, und dann durchs Nadelöhr. Ja. Nehmen wir. Ich habe noch 18 Türme. Ja, hier dann die 3. Ja, ich. Jetzt sind vielleicht nur noch 3. Ja, ich habe gerade effizienter gerechnet. So, einfach weil es geht, 3 kein Spender. Die sehen interessant aus. Jo. Wir keine Krönchen, okay. Meins. Moment, Koblenz. Erstmal aufwerten. Gut. 1. Meins! Übrigens, so, Koblenz. Auf meinen Kopf damit. Es wackelt. Hey, warte mal, wenn ich die auf meinen Kopf platziere, dann habe ich ja überall Trägheit. Also um mich rum. Ja, aber ich habe die lösen aus. Oh. Schade. Oh, die machen aber einen selbst auch träge. Wenn ich durchlaufe, bin ich auch träge. Ach, hört mal die Musik an, die hört auch träge. Stimmt. Ich mache euch alle träge. Ja. Man springt höher, oder? Musik, was lauter. Du fällst nur langsamer. Sau cool. Also die Musik ist schon wieder hin. Klingt nach Fahrstuhl. Mann, ich will nicht mehr träge sein. Nimm mir die mal weg. Und ich muss schon wieder in der Aufnahme die Lautstärke kalibrieren. Das ist irgendwie nicht professionell. Ja, du bist halt auch doof. Aber hier sehen wir wenigstens, wo wir gegenseitig sind. Nimm mir mal bitte die Mine weg. Wo ist die denn? Kann ich auch. Keine Ahnung. Ich meine, ich sehe sie ja, aber ich kann jetzt. Ah, sehr gut, danke. Fangen wir hier schon mal eine Lane an, ne? Ich würde die unten vielleicht erst abblocken, dann müssen sie ja hier rumlaufen. Oh ja, stimmt. Ich hab genug Blöcke für beides. Also anfänglich wenigstens. Komplett vergessen, dass ich hier erst zumachen muss. Hä? Ich bin dumm, ich hab das falsch abgeblockt. Aber die Idee war gut. Wo packen wir die jetzt am besten hin? Ich meinte praktisch hier so. Eben, das braucht einige Blöcke, sehe ich gerade. Ja, das sind 5 Stück. Oh. Überleg grad. Wenn ich das hier lang ziehe. 1, 2, 3, 4. Wo stehe ich eigentlich? Ich stehe ganz falsch. Ich will da unten hin. Minimap und normale Map, ich krieg die einfach nicht in meinen Kopf rein. Ach, ich bin der grüne Pfeil. Ah! Ja. Immer noch. Ist auch immer der grüne Pfeil gewesen. Ach, man kann ins Wasser platzieren. Ah. Mhm. Das fand ich so komisch.
Eins, zwei. Bist voll im Bild gerade. Nee, 5 braucht man auf jeden Fall. Schade. Kann ich die. Dann platziere ich die aber so, wie ich will. Haha. Scheiße. Und unsere Main Damage sollte dann in dem Bereich sein. Hier beim Wasser, dann, ja, doch. Weil dann haben wir am meisten Gegner da. Da kann man bestimmt auch noch ein paar Amps setzen hier. Autsch. Ich stürme momentan eher, als dass sie nutzen. Ja, das ist so abgeschlossen, theoretisch. Hm? Könnt ihr sogar noch ein bisschen mehr Kram reinbauen? Ich habe noch einen Block da. Ja, werden wir denn ja sehen. Wollen wir dann hier gleich anfangen mit Damage? Den Block einfach mal so lang dahin. Solange ich ihn hab. Ach, platzieren wir mal einige aus, oder? Wir haben ein bisschen was Overkill jetzt so am Anfang. Ja. Menno. Fangen wir mit Standardtürmen an. Ja. Vielleicht auch eine Harfe oder so? Kugeln da oben einfach nicht schlau. Was machen Och, sie? Die, ja. Die vibrieren nur. Und genau das ist das Problem. Warum tun sie das? Das hat doch irgendeinen Sinn bestimmt. Ich meine, vibrierende Kugeln, die bleiben nicht lange ungenutzt. Das sind Eier. Da war es gerade so viel besser. Zum Schlüpfen. Und warum kann ich da oben bauen? Ach nee. Egal. Vielleicht noch eine Harfe dann hinbauen, um den Turm hier voll. Ich wäre für den Abend, wenn die schon hier unten stehen, aber. Ja, noch nicht. Leider. Nee. Abend können wir dann in der nächsten Runde so mit reinpacken. Würde ich eine Gatling hinstellen. Ich würde eher die Laserharfe nehmen. Weil dann die Laserhafe. Ich habe halt kein Geld. Tja, Pech. Hast du mal dann nimmst du keine Laserhafe. So, dann nutzen wir die Dinger gleich mal. Ja, 20 Pfennig für dich. Ja, da. Aber nicht für dich. Kannst du mir anders anbetteln. Hä? Ach so. Ich finde es schön, dass die Lautstärke und der Pitch auch verändert wurde. Dann passiert lieber genau Rand an Rand, genau. Ja, so circa. Ja, das sind voll OP. Einfach ja, mal vorstellen. Es gibt doch. Wir haben doch auch. Simon hat, glaube ich, noch was damit, dass die eigene Präsenz die um 20% verlangsamt. Habe ich rausgenommen, aber theoretisch hätte ich das, ja. So, einfach in der Theorie. Du hast das drin. Wir haben dabei, währenddessen stehst du in diesen Teilen und ich schieße mit meinen Verlangsamungsschüssen drauf. Und dann noch eine Kairos. Und dann noch eine Kairos. Dann wären wir, ja, das wäre gut. Das machst du am besten beim langsamsten Gegner, den du findest. Also, keine Ahnung, so ein Kampfläufer vielleicht, der ist auch recht langsam. Ein Schwamm vielleicht. Nee, Schwämme sind recht schnell. Okay. Fangen wir an. Wackelköpfe sind da stand ich langsam. Ich muss gerade Zeitlupen sprinten. Ich komme so dumm. Moment, wo kommen die raus? Ich bin dumm. Da. Game is complicated. Das ist interessant. Ah. Mega. Hoch, wir haben aber den Heiler können wir falsch. Er heilt. Nicht mehr. Heiler, das ist nicht unangenehm. Mutierer. Was sind Mutierer?
Die mutieren die Gegner, damit die stärker werden. Sowas gibt's auch bei Dungeon Defenders. Jo. Djinns oder so, keine Ahnung. Ah, die haben jetzt Krieger und dann Plus danach. Krieger Plus, ja. Cool. Das heißt, wir können am Ende Wackelköpfe Plus bekämpfen. Genau. Juhu. Ich kotze jetzt schon. Macht's alle stärker. So, jetzt kommen sie aus dem anderen Ding. Es kommen 8 von den Spuckerviechern und 3 Verstärker-Leute. Okay. Die zum Glück bis jetzt nicht... Ach, das Plus ist wahrscheinlich die Mutierer. Mutierer, genau. Alter, stell dir vor, du hast einen Mutierer, der irgendwie auf den Patriarchen oder so geht. Cool, das wäre unschön. Ja. Etwas. Ich muss dieses vibrierende Teil abschießen. Okay. Es geht sogar. Das sind Bomben. Was sind die? Komm mal her. Ja. Siehst du das vibrierende Teil da oben, das grüne? Ja. Ja. Eine Bombe. Ah, okay. Cool. Not ready yet. Erklärt einiges, oder? Warte. Wenn die rauskommen, also wenn die hier lang gehen, kann man hier oben die beiden ganz großen kaputt machen. I'm ready. Ne? So. Oder er macht die jetzt kaputt. Die wachsen ja nach. Ah, tun sie wirklich. So ein 4x4-Feld ist schon doof. Focus strongest? Was denn wo? Ich hab mir gedacht, ich muss einen Fokus hinstellen, ich hab einen dabei. Ich weiß nicht, starke Gegner haben wir ja jetzt noch nicht, oder? Ja, der Vorteil ist, kommt wieder einer von den Beschwörern, die sagen, hey, wir machen da jetzt einen Plus drauf, dann ist der voll geil. Dann ist das der mit dem meisten Leben. Egal. Jo. Also das ist ja jetzt so ein bisschen nicht optimal. Ja, aber optimal geht's nicht. Davon abgesehen, ist es relativ gut. Wir könnten das Ganze natürlich quernehmen. Aber das sieht ja blöd aus. Wow. Eigentlich auch gleich so machen können. Das fehlt so ein ganzes Stück in der Mitte. Warte mal. Das macht's alles nicht besser. Das macht's besser. Etwas. Damit hast du einen ganzen Block verschwendet und eine ganze Ecke. Ja. Weil es denselben Effekt hat, wie wenn ich das Ding da setze. In mich natürlich. Ja. Nutzen wir dadurch jetzt mehr? Ja, 2 Blöcke. Glaube ich. Egal. Moment mal. Die Idee. Ja. Mit dem die mittleren verlangsamen hier raus. Moment. Ist doch egal. Die Gegner kommen jetzt aus einem anderen Loch. Wer sehen kann, ist klar im Vorteil. Die laufen trotzdem hier durch. Ja, ja. Boah, da können wir jetzt gleich von hier vorne schon mal aufbauen. Naja, man kann so sagen. Ja, jetzt noch nicht. Als du gesagt hast, dass Pitch und alles auch gemindert werden, ne? Ja. Es wird alles verlangsamt. Einfach alles. Von Hagen, das I'm not done yet, was gerade kam. Ist viel langsamer. Warte mal, hör einfach mal zu. Bist du hier drin gerade? Ich bin gerade. Ich stehe direkt vor dir. Ready. Not yet. Und auch das, Türme-Upgrade und alles geht hier drin langsamer. Ja, ich weiß. I'm ready. Komm mal rein, das hat auch mal was. Mach nochmal den Alarm an. Ready. Jetzt komm hier rein und mach auch mal auf bereit. Ich möchte wissen, wie sich das anhört. It's time. I'm ready.
Hört sich voll männlich an. It's time. Danke. Alter, wie unglaublich sich plötzlich. Wie unglaublich schnell sich plötzlich alles anhört, sobald man da rausgeht. Mir hat das doch besser gefallen, weil dann kann man hier eine Ampel hinstellen. Dann stellen wir eine Ampel hin. Markus spielt Käse. Nein, Spark! Da. Nur 75 Punkte, mit denen du nichts anfangen kannst. Ja, die Amp bräuchte noch um 30 Punkte. Die hat 30 Punkte. Sehr gut, jetzt boostet sie fast alles außer dem Blitzturm hier hinten. Jo, können wir dann? Ja. Wir haben immer noch zwei Blöcke. Machen uns viel zu viel Sorgen, wir haben jetzt insgesamt 11 Gegner. Ich hab noch zwei Blöcke, die ich setzen will. Da könnte noch einer hin, vielleicht. Da. Und da. Okay. Halt, stopp. Erst ins Verlangsamerfeld. Warum? Weil es geht. Meine Schüsse verlangsamen ja auch, also. Wahnsinnig, ich kriech ja wieder nicht aus. Ah, ich hab einen Kreischer Plus vor mir stehen. Ah. Das Wurm da. Ist aber der kann mir recht wenig. Vom Feinsten. Der spuckt schneller, oder? Ich glaube, er macht auch ein bisschen mehr Schaden und er hat vor allem viel mehr Leben. Oh, aber ja, wenn du einfach nur Rüstung oder so. Wenn du ständig nach links und rechts gehst, dann mach ich da. Ist scheißegal. Hab ihn down. Nächster Kreischer los. 35. 35. Sind alle schon Kreischer los, okay. Ja, die Beschwörer sind recht gut. Vierer, ich glaub, ich bleib beim Namen Beschwörer einfach. Ja, mach du mal. Ja. Schwämme! Zeitlimit! Oh Gott. Jai. So. Jetzt kommt hier unten raus. Erstmal Folge abbrechen. Weil wir noch viel Zeit haben.